Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim in der Neuwurst-Edition. Und ich finde es so geil, ich habe gerade nichts gemacht und die haben alles Maul gehalten und kaum fange ich an zu reden, reden alle auf einmal auch. Also, es gibt ein riesen Update. Zum einen, ihr seht es vielleicht schon an meiner Frisur. Ich habe jetzt richtig schön Physik in den Haaren. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie so bei den Boobies auch irgendwie gewachsen. Keine Ahnung warum. Ich habe nur die Neuwurst, also ich habe Neuwurst nochmal neu installiert. Von der Redux-Version zur 4K-Variante. Und jetzt sieht alles hier nochmal extrem anders aus. Und nicht nur das. Ich nehme jetzt wieder mit, ich nehme jetzt mit einer komplett neuen Hardware auf. Denn es gab ein PC-Upgrade hier im Hause. Also jetzt ist alles full Rock XE Evangelion. Also wer nicht weiß, was es ist, das ist eine Zusammenarbeit von Republic of Gamers und Neon Genesis Evangelion von den Machern. Und die haben eine Hardware rausgebracht im Design von eben Neon Genesis Evangelion von EVA02. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass sie das machen. Beim ersten Mal war es EVA01 und jetzt EVA02 und ich habe von der PC-Hardware alles davon jetzt und das heißt neues Mainboard, neuer Prozessor, der Prozessor ist nicht von sowas, das ist einfach ein neuer Prozessor. Neue RAM-Riegel, auch einfach nur neue RAM-Riegel, sonst nix. Und ja, Netzteil, ja die Grafikkarte hatte ich schon beim letzten Mal. Neue Wasserpumpe, also eine IO-Wasserpumpe. Und halt, was man so halt, was halt so gibt, außer Tastaturmaus und dem Mauspad habe ich alles jetzt von EVA02, von der Collection. Und was am meisten auffallen wird, ist zumindest in den Tests, die ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe, ich hatte keinen einzigen Mikroruckler. Klar, natürlich, das ist die Skyrim Engine, Creation Engine, da wird es trotzdem hin und wieder welche geben. Aber anscheinend nicht mehr so wie beim letzten Mal. Und das ist halt schon so krass. So ein Improvement. Oh, sieht so schön aus. Ach, und bezüglich der Frisur. Das ist keine Frisur, sondern es ist tatsächlich ein Wig. Also, wo ist es denn? Irgendwo ist es doch ausgerüstet. Ah, hier. Also, es ist nur eine Wig. Die habe ich mir aber angezogen, weil ich wollte eh die ganze Zeit Physik in den Haaren haben. Und die man als Frisur haben kann, die sind zwar schön, aber die haben nicht die Physik, die ich gerne hätte. Weswegen ich jetzt nun mit dieser hier rumlaufe. So, wir schauen jetzt mal ganz kurz nach, was wir machen müssen. Treff, mit wem auch immer das Horn genommen hat. So, das ist jetzt natürlich ein... Also ich kann die Markierung mal wegmachen. Das heißt, wir müssen hier runter nach Flusswald. Dadurch, dass ich jetzt... Ich habe ja gesagt, wenn es große Strecken sind, dann werden wir die Schnellreise nutzen. Auch dass es wirklich eine sehr große Strecke ist. Wenn wir uns einfach mal nach Weißlauf teleportieren. Und zwar zur Banat Mare. Ich weiß gerade nicht, wie es nochmal auf Deutsch heißt. Da habe ich gerade echt keine Ahnung. Ich glaube, ich habe mal in irgendeinem Part die beflaggte Meere gesagt, aber das war ja ganz ein anderer. Boah, ey, jetzt ist aber richtig dunkel hier. Apropos dunkel. Ich würde gerne mal wissen, wo ich mir eine Lampe zulegen kann. So, guten Tag. Wir müssen auch mal was essen, trinken. Es gibt auf jeden Fall viel mehr Sounddimension, habe ich das Gefühl. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Setzt euch und werbt. Nie und nimmer seid ihr das legendäre Drachenblut. Oder könntet ihr? Ja. Ich hätte gern... Ja, ich hätte gern volles Futter. Lecker, lecker. Dann, einen Raum werden wir uns dieses Mal Lasst nicht gönnen. Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. Upala. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Sondern den Kämpfe sind bald wir setzen uns einfach hier hin. Entspann einfach ein bisschen hier zur Musik. Stört.
Wir holen uns wieder was um. Und warten einfach mal. 4 Stunden. Uns gehört. So, lang genug gewartet. Jetzt können wir auch wieder gehen. Der Königsmörder soll zittern und beben. Den Frieden sei größlich. Ich find's auch immer so interessant, wie manche Deutsch redet, manche Englisch. Boah, es ist halt wirklich so unglaublich schön, mein Gott. Also klar, jetzt kommt die volle Blüte nicht zum Vorschein. Vielen Dank. Ich hab mal kurz gecuttet, weil ich hatte auf einmal einen super Hustanfall. Denn ich bin leider immer noch krank. So, was wollte ich sagen? Ach ja, leider können wir die Schönheit von Weißlauf nicht komplett sehen. Da es leider sehr bewölkt ist. Das macht nichts. Dann gehen wir jetzt trotzdem Richtung Flusswald. Denn wir wollen ja nicht ewig hier Wurzeln schlagen. So. Ja, ja. Ja, gute Ladebalken. Das ist wirklich unglaublich, wie schön dieses Spiel einfach sein kann. Ich komme immer noch nicht drauf klar, wie gut es einfach aussieht. Das ist wirklich verrückt. So, wir werden mal ein bisschen schneller sein. Zumindest, dass wir hier mal rauskommen, damit wir wieder was sehen können. Oh, es ist wirklich, wirklich, wirklich so schön. Ach man, Leute, ich brauche eine fucking Laterne oder eine Fackel oder was ist ich. Das ist mein Haus. Irgendwas. Also obwohl es 8 Uhr ist. Ah, die Wolken gehen weg. Oh, da hinten ist schon die Sonne. Boah, es ist schon... Ich wollte eigentlich nicht rennen. Ich wollte eigentlich langsamer gehen. Aber ich mal, guckt es euch an, wie geil das einfach aussieht. Mit den Lichteffekten. Das ist wirklich crazy. So, naja. So kommen wir nie voran. Wenn ich die ganze Zeit die Sonne und die Lichtstrahlen anschaue. Da hängt er immer noch so komisch. Naja. Vielleicht hört ihr es auch. Ich muss noch auch wieder an der Audioqualität spielen, weil ich musste komplett Windows neu installieren und dementsprechend ist alles weg. Weil, ja... Einfach nur neu installieren wäre natürlich zu einfach. Nein, die alte Platte. Da musste alles komplett korrumpiert sein. Selbst mit diversen Recovery Tools war es nur möglich, vielleicht 10% zu retten. Alles andere ist unwiderruflich defekt, kaputt, zerstört. Das war schon sehr traurig. Aber was soll's. Muss ich halt wieder rumspielen mit den Toneinstellungen, Audio-Settings und alles. Das kriegen wir schon hin. Vor allem, ich weiß halt aktuell noch nicht, wie ich es richtig einstellen soll, weil ich eben noch krank bin. Und da ist meine Stimme halt deutlich Thaddäus-mäßiger. Was das Ganze halt nicht so einfach macht. Boah, das ist aber viel Nebel. Aber ja, wie ihr es vielleicht schon jetzt ein, zwei Mal bemerkt habt, hier und da sind eben diese Engine-Limitierungen, das halt trotzdem mal ganz kurz hängt, aber nicht mehr so oft. Und das ist halt so geil. Ja, Flusswald. Das geht. Wie oft waren wir jetzt schon hier? 4 Mal? In der ganzen Zeit? Bei 4 Mal erst. Weil man bedenkt, dass das okay, so viele Parts gibt es ja auch noch nicht. Also eigentlich, ja doch, eigentlich waren wir schon sehr oft hier in so kurzer Zeit. So, hier sollen wir rein. Sleeping Giant Inn. Und da sollen wir ein bestimmtes Zimmer wohl buchen. Hallo. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Ich möchte ein Dachzimmer mieten. Das Zimmer unter dem Dach?
Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Von dir aus links? Oder... Ah ja, okay. Gut, dann... Oh, sie kommt hier rein. Ich glaube, sie will irgendwas. Ihr also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe. Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Wir müssen reden. Folgt mir. Okay. Dann folge ich mal. Ganz still und heimlich. Ich weiß nicht, wo sie... Oh, das ist eine Krabbe. Ich weiß nicht, wo sie uns hinbringen will. In ein anderes Schlafzimmer? Soll ich hier zumachen? Ich mach's einfach mal. Nun können wir reden. Oh, eine geheime Tür. In einen Keller. Okay, dann red mal. Was willst du von mir? Die Graubärte scheinen zu glauben, dass ihr das Drachenblut seid. Ich hoffe, sie haben recht. Seid ihr diejenige, die das Horn genommen hat? Überrascht. Allmählich werde ich wohl ziemlich gut darin, die harmlose Tavernenbesitzerin zu spielen. Was hat es mit der Nacht- und Nebelaktion auf sich? Man kann nicht vorsichtig genug sein. Die Spione der Talmor sind überall. Und was wollt ihr von mir? Ich habe nicht aus einer bloßen Laune heraus all diese Mühen auf mich genommen. Ich musste sicher gehen, dass es sich nicht um eine Falle der Talmor handelte. Ich bin nicht euer Feind. Ich habe euch bereits das Horn gegeben. Ich versuche euch zu helfen. Ihr müsst mir einfach nur zuhören. Ja gut, dann ich höre mal zu. Wie ich in meiner Mitteilung erwähnte, habe ich gehört, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Ich gehöre zu einer Gruppe, die schon sehr lange nach euch sucht. Nun, nach jemandem wie euch. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid. Bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen, dass ich euch vertrauen kann. Woher weiß ich, dass ich euch trauen kann? Wenn ihr mir nicht vertraut, war es dumm von euch, überhaupt hierher zu kommen. Wieso? Ich habe das Horn gebraucht. warum habt ihr das Horn aus Ustengraf entwendet? Ich wusste es. Wenn die Graubärte euch für das Drachenblut hielten, würden sie euch schicken. Zumindest sind sie berechenbar. Als ihr hier auftauchtet, wusste ich, dass die Graubärte euch geschickt hatten. Und dass ihr kein Spitze der Talmor wart. Okay, und warum? ihr habt gesagt, dass die Talmor hinter euch her sind. Ja, wir sind sehr alte Feinde. Und wenn mein Verdacht stimmt, haben sie bei der Rückkehr der Drachen vielleicht ihre Finger im Spiel. Aber das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist hingegen, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Ich bin auch einer, what the fuck? Warum sucht ihr ein Drachenblut? Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Könnt ihr es tun? Könnt ihr die Seele eines Drachen in euch aufnehmen? Ja, so habe ich erfahren, dass ich ein Drachenblut bin. Gut, und ihr werdet bald genug die Chance bekommen, es mir zu beweisen. Warum sucht ihr einen Drachenblut? Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit... Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann. Oh, was der Haken? Drachen kehren nicht einfach zurück. Sie kehren ins Leben zurück. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot, vor Jahrhunderten getötet von meinen Vorgängern. Nun geht irgendetwas vor sich, wodurch sie wieder zum Leben erweckt werden. Und ihr müsst mir helfen, das aufzuhalten. Wisst ihr, wie verrückt sich das anhört? Wieso denkt ihr, dass die Drachen wieder lebendig werden? Ich weiß es eben. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht und sie leer vorgefunden. Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Wenn es uns gelingt, sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Wie habt ihr das alles herausgefunden? Das solltet ihr wissen. Ihr habt die Karte für mich besorgt. Den Drachenstein, den ihr für Farengar besorgt habt. Wisst ihr noch? Ja, wenn sie das weiß, wieso? Das macht gar keinen Sinn. Wieso denkt sie dann? Ach, egal. Stimmt, ihr wart in der Drachenfeste, als ich ihn ihm gab. Ihr habt also tatsächlich aufgepasst. Ich habe veranlasst, dass Farengar den Drachenstein für mich besorgt. Das ist meine Aufgabe.
Ich sorge hinter den Kulissen dafür, dass die Dinge geschehen. Ihr seid ja auch schließlich hier. Also der Drachenstein war also so eine Art Karte? Ja, eine Karte alter Drachengräber. Ich habe mir angesehen, welche jetzt leer sind. Das Muster ist recht eindeutig. Es scheint sich von Südosten her auszubreiten, angefangen beim Jiralgebirge in der Nähe von Rifton. Das bei Künishain ist das nächste, wenn das Muster stimmt. Wo soll es hingehen? Nach Künishain, hat sie auch gerade gesagt, oder? Künishain. Dort ja, in der perfekt. Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Was macht sie denn jetzt? Na gut, dann lass uns mal einen Drachen töten. Ich muss meine Reisekleidung anlegen. Gebt mir nur eine Minute, dann bin ich soweit. Okay. The Book of the Dragonborn. Karte der Drachengräber. Das ist besser. Machen wir uns auf den Weg nach Künishain. Ja gut. Und was haben wir da? Rise and Fall of the Blades. Ja, oh, Delfin. Orgner, ich bin auf Reisen. Ihr übernehmt die Taverne, bis ich zurück bin. Ja, gute Reise. Ja. Ach. Das mache ich auch immer. Ja, passt so lange hier auf, okay? Und ich. Ja. So. Dann. Künishain liegt in diese Richtung. Wir können zusammenreisen oder uns trennen und dort treffen. Ganz wie ihr wollt. Wenn meine Berechnungen stimmen, dann wird der Drache, der in der Nähe von Künishain begraben ist, als nächster ins Leben zurückkehren. Warum ist es so wichtig, dass. Doch hier, warum ist so wichtig, dass ich ein Drachenblut bin? Die Drachen kehren zurück und ihr seid ein geborener Drachentöter. Mehr müsst ihr im Moment nicht wissen. Okay. Was sind die Talmor? Die Fraktion, die den Altmeri-Bund beherrscht. Die, die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Weshalb jagen sie euch? Wir haben sie in der Vergangenheit verletzt. Und sie sind nachtragend. Ach ja, na dann. Gehen wir. So, schauen wir mal auf die Karte. Was ist das denn? Ach hier. Nee. Hä? Ach, ich habe die Quest gar nicht aktiv. Doch, habe ich schon. Hä? Was ist denn Künishain? Ach, hier. Da. Oh, das ist ein guter Weg. Den halben Weg kennen wir ja schon. Warte mal, da ist Helgen, ne? Ja, nee, das dauert länger, so lang zu laufen. Ja gut, wir gehen einfach hier lang. Aber vorher schauen wir mal ganz kurz, wie es mit unserer... Ja doch, ich glaube, wir sollten erstmal genug haben, um nicht abzunippeln. Und wenn doch, dann... Ja, Pech gehabt. Ne, so sagt man doch. Heutzutage. Ja, auf. Ich glaube, wir werden heute mal ein bisschen mehr rennen. Denn ich würde gerne... Zumindest in der Folge... Wobei, oh, ich weiß gar nicht, ob wir in der Folge erstens ankommen. Und wenn ja, wahrscheinlich schaffen wir es nicht, den Drachen dann in der Zeit auch noch umzuhauen. Aber der letzte, der war schon wirklich sehr strong. Strong. Ich glaube, mir fällt gerade ein, ich glaube, ich wollte beim letzten Mal eigentlich die Höhle säubern, oder? In Einsamkeit, wo wir die Quest gekriegt haben von Königinnen und Hofe. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Naja, ist ja auch egal.
Was ist denn das, Alter? Ach, die Rüstung von... hier von Dragon... Also von dem Addon Dragonborn. Da, wir rennen. Ist schon echt so fantastisch schön alles. Komm nicht drauf klar. Ist einfach so hübsch. Achso, bevor irgendjemand jetzt denkt, boah, das muss ja übel heftig sein für Prozessor, Grafikkarte, wie auch immer. Also ich habe einen Monitor, wo ich sehen kann, wie heiß gerade alles ist und wie krass ausgelastet alles ist. Also der Prozessor ist aktuell bei 53% Auslastung und 51 Grad ist der heiß. Und die Grafikkarte ist bei 72% Auslastung und 57,5 Grad heiß. Also theoretisch ginge mehr. Aber einiges mehr, wenn noch so viel Luft offen ist. Und ich habe bisher auch nicht gesehen, dass es großartig weiter nach oben gegangen ist. Ja. Also, wie gesagt, das ist ja auch für die höchste Einstellung ist ja eine 3090 empfohlen und ich habe eine 4090, also. Ja. Und trotzdem habe ich hier halt diese Ruckler hin und wieder, aber es ist halt Engine-Problem, da kann man nicht viel machen. Außer irgendjemand kriegt es hin, dafür einen Fix zu machen. Was ja eher schwierig wird bei über 2000 Mods. Außer jemand weiß, wie es geht und kriegt das vielleicht doch irgendwie hin. Wir müssen mal was trinken, sehe ich gerade. Bin komplett am Verdursten. Wo haben wir denn hier Water? Habe ich kein Wasser? Was ist ein Federtrank? Achso. Ah ne, Quatsch, ich war ja hier, ne? Ja. Bottle of Water. So. I'm feeling. Was? Das habe ich noch nie gehört, das Wort. Oder gelesen, deswegen weiß ich, wie man es ausspricht. Moin, was geht? Oh, das können wir einsammeln. So eine Chance lasse ich doch nicht entgehen, ey. Sind hier jetzt wieder Gegner oder sind die immer noch alle ausradiert? Okay, sie sind anscheinend immer noch ausradiert. Das finde ich gut. Aber ich höre Leute husten. Keine Ahnung. Wir sehen, habe ich trotzdem niemanden. Und das ist ja das Wichtigste, ne? Läuft ein weißer Hoppelhase. Auch wenn es mehr aussieht, als hätte er den Boden gepoppt und wäre dadurch ganz schön schnell gewesen. Ah, wir rennen. Was, ey? Es ist aber nicht der Drache, den wir... Ich hab Schiss. Wir speichern mal ganz kurz. Ich will nur auf Nummer sicher gehen. Warum chillt der da? Ich weiß es nicht. Aber wenn er schon da ist, dann versuchen wir noch mal unser Glück. 12. Ich glaube, das war der stärkste, den ich habe. Omahu. Omahu. Was? Sag mal, ist es der Drache aus Game of Thrones oder was? Ich weiß halt auch gar nicht, ob der böse ist. Der sieht nicht so aus irgendwie. Oh,
seems that Teed is still going. Unfortunate. Hä? Das ist halt wirklich der fucking Drache aus Game of Thrones. Aber der heißt nicht so, der heißt anders hier. Wutagula. Wake up. What is it? What do you want, Joe? Can't you see I'm in the midst of a nap? Surprise, you big stupid lizard. Joe, we're practically family. Dragonborn. I should think so. But your voice, your thoom, it is still weak. Should your slain last as long as mine, say, another 1,000 years or so, then I could consider you worthy of the Dover sauce. Yeah, 1,000 years, 1,000 Jahre. Of course, you sound surprised. Ah, but it seems you are more keen than Dover, no? In this case, I would suggest seeking out some of your fellow Jaw to slay. They will give you quite the challenge with their pointed sticks. All that flesh and meat bobbing around as you move, I do not know how you can stand it. Ugh. You're right. Clearly I was for last. It seems I was wrong. The Jaw clearly do rival the Teed Bow with your patchwork huts and gibbering magic tricks. These rags you wear, and my, you even invented basic cooking. The World Eater must be quaking in fuss now. We have achieved far more than that, lizard. We'll see. It seems you possess more akrin than I expected. Good for you, mortal. Now, if you wouldn't mind, I have a nap to return to. Another dragon war is on the way, unfortunately. And I need to rest. Alter, was zur Hölle? Das ist ja komplett bescheuert. Ja, dann zieh ich mal eben ein anderes Schwert an. Ich weiß noch nicht welches. 30 Kriegshammer. Oder sollen wir mal mit dem Kriegshammer rumrennen? Warum nicht? Boah, jetzt habe ich schon wieder die Pfeile. Das ist schon sau cool, ey, mit dem Drachen. Naja, gehen wir mal. Aber gut, ich dachte, der wäre irgendwie feindselig oder so. Aber anscheinend nicht. Gott sei Dank. Aber anscheinend muss ich irgendwann zu ihm zurückkommen, weil noch bin ich zu schwach. Und ja, ich war dezent in Gedanken versunken, als er geredet hat, deswegen war ich gerade auch ein bisschen ruhiger. Was seid ihr denn? Trolle oder was? Naja, keine Zeit dafür. Noch nicht. Ein Schrein von Talos, glaube ich. Oh. I never understood why people pray to this man, the one they call Dragon of the North. When they kneel before this altar, what they pray for is servitude. Alles mit Schwerrüstung verbessert. Was ist da sonst? Time between shows reduce. Okay. Nee. A dragon has no sympathy for mortals. Its very nature is to dominate. As a dragon myself, I don't disagree.
And yet here you are, submitting to another, one that isn't even alive. My name is Morrisine. I was born in Morrowind, and through my veins flows the fire of the Red Mountain itself. That fire burns with hatred for all who seek to destroy us. Whether it is the Dragon of the North or the dragons in the sky, they will all perish. I was headed west to Cradle Crush when I came across this shrine. Then I saw you. My previous companion didn't make it past the river. Ich mach mal das zweite mit, du scheinst viel über Drachen zu wissen. So. Stink to you, but I have dealt with them all my life. Every night I close my eyes, I see fire. Ja, und warum bist du durch die Riesenlager durchgestopft? The camps serve as bait. Dragons have big appetites, and mammoths are a heavy meal. It's ironic, really. A dragon's strength comes from his compulsion to dominate, his desire to kill. Yet it's that very hunger that makes them weak. Ja, also wenn ein Drache mal hier nach Cradle Crush, keine Ahnung, dann werde ich dir helfen, ihn zu erlegen. Normally I'd laugh at such a suggestion, but for some reason I'm inclined to believe you. Interesting. All right, if you're that confident, then let's head on over to Cradle Crush Rock, and you can prove your bravado is warranted. Those born in the fire are forged by it. Was? Einfach ein Companion? Einfach so? Death to dragons. Alter, die voll die Hasenzähne. Ich habe mir gerade schon gedacht, was ist das denn? Ja, cool, aber dann war es das erstmal mit der Folge. Deswegen bis zum nächsten Mal. Guantanamo. Tschüssi.